ihr steinharten, geizigen und faulen Leute. Mit 12 Pfennigen kannst du deinen Vater aus dem Fegfeuer reißen. Und du willst so undankbar sein, dass du ihn in seiner großen Pein nicht hilfst? Nein, ich bin beim jüngsten Gericht ohne Schuld. So härter aber wird man euch verklagen, dass ihr eine solche Gelegenheit, die Seligkeit zu erwerben, nicht genutzt habt. Ich sage dir, wenn du nur einen einzigen Rock besäßest, Ablässe des Papstes seien jenen unschätzbare Geschenke Gottes, durch das der Mensch mit Gott versöhnt. Wenn sie nicht im Überfluss schwimmen, sind sie verpflichtet, für ihre Haushaltung Notwendige aufzubewahren und keinesfalls für Ablässe zu vergeuden. Man muss die Christen lehren, Ablasskauf steht frei, ist nicht geboten. Tut ihr uns.